Frau Michel, vor einem Jahr haben wir uns im Neuenfeld getroffen. Da haben sie dort nicht gewonnen gegen die Young Boys. Es war ganz aber ein anderer Match gewesen. Erstens hat es Schnee gehabt im Januar. Wer hätte das gedacht? Und zweitens, 4-1-Niederlage heute gegen Servette, ein bisschen anderer Brocken, oder? Ja, ich denke, heute wären wir gut bedient gewesen mit 4-1, ja. Wie haben Sie den Match erlebt? Servette natürlich das Nonplusultra in der Nationalliga an. Ein bisschen anders als Teams, die Sie bis jetzt gesehen haben, oder? Ja, genau. Wir sind halt etwas anderes gar nicht aus der Nationalliga B. Das hier ist ja ganz klar eine andere Liga und halt auch normaler Unterschied, wenn natürlich der Leader kommt von der Nationalliga, als wenn es vielleicht ein Team kommt, das eher in der unteren Hälfte von der Nationalliga wird spielen. Und ja, das hat man ganz klar gemerkt, dass wir uns den Rhythmus und alles einfach ja, nicht gewohnt sind. Was bringen euch so Testspiele gegen einen oberklassigen Gegner kurz bevor es wieder losgeht? Ja, grundsätzlich denke ich einfach, dass Testspiele dafür da sind, um etwas zu lernen, zu profitieren, um mal auch zu sehen, was vielleicht das Nonplusultra ist in der Schweiz. Und es ist auch schwierig, zum Teil Gegner zu finden, die für ein Testspiel bereit sind, die unterklassig sind, jetzt verglichen mit uns, weil die erst irgendwie im April oder so mit der Meisterschaft wieder anfangen und dann haben sie keine Lust, im Januar gegen das Nazi B-Team zu spielen. Und ja, ich denke, uns kann es eigentlich etwas bringen, weil wir können profitieren und weil wir auch mal nicht immer gegen die Mannschaften spielen, die wir sonst sowieso die ganze Zeit in der Meisterschaft und so haben. Jetzt ist es natürlich nicht das gleiche Testspiel und Cup kann man nicht ganz so vergleichen, aber wenn Sie jetzt Servette angeschaut haben, Sie haben gegen Zürich gespielt, was fällt Ihnen dort auf? Was für Unterschiede zwischen diesen zwei Teams? Ja, es ist schwierig zu sagen. Ich denke, heute hat man einfach so ein bisschen gemerkt, dass es auch für sie in Anführungszeichen nur ein Testspiel war. Also die Intensität war, glaube ich, schon ein bisschen weniger gross gewesen und ein bisschen weniger. Die ganze Ernsthaftigkeit hat vielleicht bei uns und bei ihnen ein bisschen gefällt, heute, weil es halt ein Testspiel ist. Darum ist es auch ein bisschen schwierig, das zu vergleichen mit dem Zürich-Match. Was bei beiden Mannschaften halt auffällt, ist, dass sie individuell 3, 4, 5 wirklich unglaublich starke Spielerinnen haben und dass es einfach wahnsinnig schnell geht. Die spielen 2, 3 Pässe und sie irgendwie durch unser Mittelfeld durch, wie durch Butter, obwohl wir eigentlich uns alle Mühe geben und probieren, das zu verteidigen. Und das ist eigentlich der grösste Unterschied zu dem, was wir in der Nationalliga B kennen. Jetzt, die Pause ist gar nicht so lang, wie sie scheint im Winter. Was müsst ihr in der Rückrunde noch etwas besser machen, dass ihr eben den 4-Punkte-Vorsprung könnt bis zum Schluss behalten? Ich denke, das Wichtigste ist eigentlich, dass wir Konstanz behalten können. Also wir haben viele enge Spiele gehabt, die wir am Schluss irgendwie gewonnen haben. Und das ist halt nicht selbstverständlich, dass wir die wieder gewinnen. Das heisst, wir müssen schauen, dass wir ja, gegen die Teams weiterhin können, unser Niveau abprüfen können. Und dann haben wir eine Chance zum Gewinnen. Plus so, dass wir gegen die Teams, also die Nationalliga ist ja recht gespalten in zwei Hälften. Und gegen Teams aus der unteren Hälfte haben wir zum Teil Punkte abgegeben. Oder sie haben nicht gut gespielt gegen die Teams. Und dass wir dort unbedingt ja, das nicht auf die leichte Schulter nehmen und auch diese Punkte holen. Und dann werden wir sehen, was Ende Saison aussieht. Valérie, depuis de première ronde du championnat qui était assez parfait. Cette pause, c'était bienvenue pour vous, joueuses? Oui, la pause, ça nous a fait vraiment du bien. On a été fatigués, on a tout donné pendant ce premier tour. On a pu se ressourcer et puis maintenant, on est prêts à repartir pour travailler pour ce deuxième tour. Et puis maintenant, vous avez recommencé et on joue contre le meilleur de la National Liga B. Est-ce que ça, c'est une... assez d'une challenge pour vous? Je pense que tous les matchs sont de façon des challenges pour nous. Là, je pense qu'aujourd'hui, on était très fatigués aussi parce qu'on a une préparation difficile. Mais je pense qu'on a quand même eu des bonnes occasions, on a eu des bonnes choses. Après, ben, on voit qu'on a quand même beaucoup de travail encore à faire. Qu'est-ce que vous prenez de cette préparation à Genève pour attaquer le premier jour de la National Liga? Ce qu'on fait? Alors bah là, on s'entraîne déjà tous les jours, on travaille énormément, on a tous les jours les entraînements, on travaille énormément en groupe et je pense que là, on a un très bon travail et puis on va devenir toujours de plus en plus forte. Je pense que l'esprit a dû être très haut au commencer la saison, mais maintenant vous êtes dans une place que vous n'avez pas, vous pouvez rêver de la championne et tout. Comment est-ce qu'on se sent comme joueuse? Bah là, ça donne encore plus de motivation, ça donne encore plus envie de travailler. On sait qu'on est proche de notre objectif personnel ou de l'équipe. Et puis, du coup, on va travailler beaucoup plus. Et c'est pour chacune, on est très concernés, on a toute envie de réussir.
Si je demandais maintenant qu'est-ce que vous préférez, être championne ou gagner la coupe, qu'est-ce que vous diriez? Bah, les deux. Si à choisir, on aimerait les deux. Nous, notre objectif, c'est vraiment de réussir partout. Et je pense qu'on est capable et puis qu'on peut le faire. Après, il n'y a pas vraiment à choisir. Les deux sont très intéressants et nous, on veut absolument les deux. Hugo, gegen den ersten von der Nationalliga A-Test ist nicht so einfach. Er hat gut ausgesehen am Anfang, sind sogar in Führung gegangen, Riesenkisten und nachher, ja, dann kommt halt die Form, Rückstand und Qualitätsunterschied, oder? Ja, das ich muss sagen, 60 Minuten bin ich zufrieden mit dem Team. Wir haben es zum Teil zu einfach gemacht. Was eindrücklich ist, ist einfach die Umschaltphase Def-Off von Genoa. Das ist unglaublich. Das ist eine andere Welt zu den ACB. Dort hast du noch Zeit, um irgendwie orientieren, zum Fehler auszubügeln. Hier in diesem Test sind sie bitte bestraft worden, aber im Großen und Ganzen bin ich eigentlich zufrieden. Was kannst du jetzt mitnehmen für deine Rückrunde gegen das Herwett von dem Match? Was hast du doch ein bisschen gelernt? Ja, ich sage sicher, die Umschaltphase von Genoa ist sensationell. Das ist eigentlich so, wie ich es eigentlich gerne spielen würde. Im Großen und Ganzen auch die Passsicherheit von ihnen, das ist das. Aber mitnehmen tue ich sicher, dass eigentlich das Team über 90 Minuten probiert hat und dass wir eigentlich in den letzten 15 Minuten doch noch ein, zwei Chancen hatten, um irgendwie das Resultat ein bisschen schöner zu machen. Aber eben, Tests sind hier zum Testen und da geht es nicht um das Resultat. Und von dem her war es für mich ein guter Test gewesen. Jetzt hast du die Nummer 1 von der Schweizer Liga heute erlebt. Du hast die Nummer 2 von der Schweizer Liga im Cup erlebt. Klar, Testspiel und Pflichtspiel nicht immer das Gleiche, aber was war für ein Unterschied zwischen diesen zwei Teams? Gut, eben, ich meine, in Zürich haben wir immer einen Endkampf gehabt, Genoa haben wir immer einen Test gehabt. Aber ich glaube schon, dass die Umschaltphase von Genoa viel, viel besser ist als bei Zürich. Ich werde jetzt die Teams auch nicht miteinander vergleichen, weil sie doch auch unterschiedlich Fußball spielen. Für mich ist es jetzt einfach mal gut gewesen, gegen die besten zwei Teams zu spielen. Und von dem her gesehen für mein Team einen Lernprozess, wo man wieder einen Schritt vorwärts machen kann. Ich muss auch sagen, wir sind anfangs Vorbereitung. Ich hätte sicher auch einen anderen Testgegner aussuchen für den ersten Test. Aber im Großen und Ganzen bin ich froh, dass überhaupt Genoa bereit ist, auf Thun zu fahren. Sie haben gegen uns testen und da bin ich der Letzte, der Nein sagt. Jetzt, wir haben letzte Woche im Podcast darüber geredet. Maeva Sachazin hat deiner Abwehr extrem viel Mühe bereitet. Es ist halt wirklich schwierig, gegen so jemanden zu verteidigen, der falsch 9 spielt, oder? Das auf jeden Fall, aber geil, wenn dann plötzlich der Abwehr auch noch vorne auftaucht und dann als Innenverteidiger noch Goal schießt, die Rotationen sind haben sie sehr, sehr gut gemacht. Ich muss aber auch dazu sagen, dass wir ihnen in der ersten Halbzeit 3 Goal geschenkt haben in meinen Augen. Weil wir einfach die Pässe nicht sauber gespielt haben und da zu wenig konsequent in die Zweikämpfe gegangen sind. Genau, zum Schluss 9-3, fast das 9-4 hat Andrea dort ein bisschen cooleren Kopf behalten. Aber das lässt sich in so einer Phase sehen, oder? Das auf jeden Fall. Wie ich vorher schon gesagt habe, ich meine, wir gehen 1-0 im 4-0. Steh hat einen Penalty verschossen, wir haben den machen zum 2-2. Nach dem Penalty haben wir den Bruch gehabt, dort fressen wir nachher 4 Goal und dann ist klar, dann muss sich das Team wieder auftrafen, aber ich glaube, nachher sind wir wieder gut rausgekommen aus der zweiten Halbzeit. Wie gesagt, heute hast du einen Goalie gesehen, 2003 Jahrgang in der zweiten Halbzeit, der noch nie gegen so einen Gegner gespielt hat und von dem her gesehen, glaube ich, ist für alle wirklich ein guter Test gewesen und wir werden definitiv bereit sein für den 16.02. gegen Worp. Eric, on se voit pas beaucoup, mais chaque fois c'est le même. Ton équipe arrive. Il marque beaucoup de buts et tu sors ici comme vainqueur de ce jeu. Cette saison, c'est pour toi, hein? Oh là là, cette saison, c'est pour les filles peut-être. Maintenant, on travaille à chaque fois pour gagner. Les filles ont de la qualité, elles essayent de faire du mieux possible. Tant mieux pour l'instant, c'est bien, ça marche. Mais quand même, dans la nationale A, tu fais tous les jeux. Et regardons d'extérieur, il semble que vous ne pouvez pas faire de mal. Comment est-ce que tu es arrivé à ce point? Déjà, les joueuses sont très très bonnes, beaucoup de qualité, beaucoup d'envie. Et donc après, pour l'entraîneur, c'est facile d'aligner 11 joueuses qui ont de la qualité. Après, elles jouent bien ensemble, de mieux en mieux.
Et donc, on va essayer de faire les choses correctement au deuxième tour. Maintenant, au deuxième tour, on sait aussi qu'il y a 7 équipes qui auront envie de battre Servette et que ça sera très, très difficile. Zurich est aussi très, très proche. Ça sera serré jusqu'au bout. Parlons-y du deuxième tour. Après d'un premier tour qui était assez bon, comme le que tu avais, cette pause, elle n'était pas bienvenue, hein? Ouais, la pause, elle était bienvenue parce qu'on était fatigué. Les 3-4 derniers matchs étaient difficiles. Il fallait enchaîner un certain nombre de matchs. Il y avait beaucoup de joueuses qui étaient en équipe nationale aussi, qui avaient fait des matchs internationaux. Donc la pause était bienvenue pour se reposer, pour reprendre une bonne petite préparation. Et puis maintenant, encore 15 jours et après on rattaque le championnat. Mais quels sont les risques de cette pause de 5 semaines pour le deuxième tour, pour avoir pas ces automatismes que vous avez dans le premier tour? De toute façon, c'est la même chose pour toutes les équipes. Donc la dynamique de la victoire, à nous de la remettre en marche et de la continuer au début du mois de février. Maintenant, comme j'ai dit, c'est pareil pour toutes les équipes. C'est difficile de reprendre, mais c'était bien de s'arrêter quelques semaines pour récupérer. Les filles étaient fatiguées depuis la mi-août. Ça faisait quand même beaucoup, beaucoup. Parlons-y de cet match. Nous savons que Thun est la meilleure équipe de la National B. Tu es le seul coach qui a testé contre le meilleur de la National League B. Qu'est-ce que tu penses que tu peux prendre de ce jour? Il y a beaucoup de jeunes en face dans cette équipe de Thun, donc c'était aussi intéressant de jouer contre cette équipe. On a vu, elles ont marqué le premier goal, donc il faut toujours se méfier. Il y a 2-3 joueuses qui sont très intéressantes. Donc on est venu ici pour jouer, pour continuer à prendre des automatismes entre nous. Et puis contre Thun, c'était un bon test. Et maintenant, on va recommencer. Est-ce que dans 4 mois, on te voit te préparer pour la Champions? Alors j'espère que pour les filles, on sera en effet dans les 2 premières en Champions League. Elles le méritent, il y a de la qualité, elles font beaucoup, beaucoup d'efforts. Maintenant, 4 mois, il y a 17 matchs d'ici là, ça va être long, ça va être dur. On va tout faire pour rester là où on est, mais c'est le football, on va jouer. Déjà, essayer de progresser encore et puis on verra le 30 mai où on sera. Tu crois que cette semi-finale contre Zurich au Coupe peut être peut-être le moment qui tout peut faire le chaos à Zurich pour te tourner le champion? Je pense que Zurich aura la même volonté de faire la même chose à ce moment-là. En mars, on joue 2 fois contre Zurich, une fois à la maison en championnat, une fois chez elle en Coupe. Ça peut être un tournant, mais le championnat sera serré jusqu'à la fin.